heute soll auf EU-Ebene über die Zulassung von Genmais entschieden werden. Die deutsche Bundesregierung hat sich entschieden, nicht nur sich zu enthalten, sondern damit auch die Zulassung von Genmais zu ermöglichen. Hier geht es ja darum, dass man nachweisen müsste, dass es unschädlich ist. Und genau das ist nicht passiert. Und die Tatsache, dass man das nicht nachgewiesen hat, zeigt mir, dass hier nicht gründlich untersucht worden ist, sondern ganz im Gegenteil. Hier sollten Industrieinteressen durchgesetzt werden. Man muss auch sagen, hier spielen einige auch ein doppeltes Spiel. Während sich die CSU und auch Teile der SPD gegen eine Zulassung aussprechen, haben sie im Deutschen Bundestag bei namentlicher Abstimmung dann eben doch die Linie der Bundesregierung unterstützt. Und insofern sage ich ganz klar und deutlich, Bündnis 90 Die Grünen sind die Kraft, auf die man sich verlassen kann, wenn es um Umweltschutz und wenn es um Artenschutz geht, sind die Kraft, auf die man sich verlassen kann, wenn klar ist, Genmais und Gendreck gehört nicht auf den Teller. Naja, 85% der Bevölkerung sind dagegen. Die wollen alle keinen Gendreck auf ihrem Teller haben. Die wollen nicht, dass es zu Artensterben, zu Umweltverschmutzung kommt. Das heißt ja faktisch, dass es zu Bienensterben kommen wird, dass Schmetterlinge dran glauben müssen und vor allem, dass dieses Zeug nicht mehr von unseren Feldern zu kriegen ist. Das heißt also, das bedeutet auch etwas für unsere Kinder und Enkel.